Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Bielefeld-Karriere. Und ja Leute, wir sind hier in der Bielefeld-Karriere in der zweiten Saison. Wir nehmen European International Cup mit dem meisten Preisgeld. Und ich bleibe erstmals live mit euch und wir werden erstmal weiter simulieren, um zu schauen, ob ich auf dem Amt bleibe oder ob genau das passiert wie in der Lutentown-Karriere. Dass ich halt direkt rausgeschmissen werde. Sieht aber nicht danach aus. Anscheinend kriege ich noch ein bisschen die Chance. Okay, wir haben 12 Millionen Preis, 12 Millionen Transferbudget. Mal gucken, was wir damit machen werden. Wir sind am Ende der Transferphase. Lindgren geht für 125.000. Hane, Salinas, Gremsel, Klünter, Hüsing, Ibrahim, Müller, Freisel und Lebenchika gehen. Gekommen sind Touré für 6 Millionen, Doyle 2,9, Konaté 3,05, Suarez 3,4 und Doué für 4,8 Millionen. Und damit sieht das Team jetzt so aus. Wir haben die Formation umgestellt und mal gucken, was wir mit dem Team reißen werden. Fernandes werden wir auch zum Innenverteidiger umformen. Wir sind im Januar, es war alles dabei. Siege, Niederlagen, Unentschieden. Wir sind auf Platz 15, kämpfen um den Abstieg. Das Manager-Rating geht runter. Wir müssen irgendwie ins Mittelfeld kommen. Ein Sieg, dann sind wir schon wieder Achter. Unser Team, wir gucken mal, verbessert sich. Ja, es geht eigentlich. Corbiano, Bellio hätte ich ein bisschen mehr gedacht. Unser Torhüter, es gibt halt nicht so viele Torhüter-Talente, das ist halt das große Problem. Ich will mal ganz kurz schauen, was das Ziel in der Liga ist. Direktaufstieg schaffen. Okay, dann wird es wahrscheinlich sein, dass wir auch rausgeschmissen werden. Aber ich würde sagen, wir sehen uns am Ende der Saison wieder. Wir haben doch noch was gemacht im Winter. Suarez verliehen zu Real Valladolid, Kanuric verkauft. Siedler verkauft, Neuer gekommen für 7,3 Millionen, Soppi für Doyle und 2,3, Corbiano 15,6 verkauft, Andrade geht ablösefrei. Dann zu Athletic Bilbao, jetzt mal schauen, ob wir mit Neuer die Klasse halten. Ich glaube zwar nicht die Klasse halten, noch aufsteigen, ich glaube zwar auch nicht. Wir sind am Ende der von der Saison und dass wir noch im Amt sind, das ist das größte, weiß ich nicht was, der Welt. Wir sind am Ende Vierter geworden, 8 Punkte hinter Darmstadt. Ja, keine Chance mehr irgendwie noch aufzusteigen, wir haben fast jedes Spiel gewonnen in der Rückrunde. Zwei, drei Unentschieden weniger, hätten jetzt auch nicht viel mehr gebracht. Aber ja, nächste Saison sind wir anscheinend noch Bielefeld-Trainer. Ist gar nicht so schlecht, dann muss der Aufstieg aber drin sein, weil vor allem Stuttgart und auch Augsburg, die beiden, die abgestiegen sind, wieder hochgegangen sind. Neuer hat eine 87, Suarez eine 73, damit mal den Unterschied. Am meisten Tore, Doué und Konaté, am meisten Vorlagen, Pablo Touré, am meisten und Gegentor, Manuel Neuer. Also hier 4 Stück auf jeden Fall. Ja, war nicht schlecht, würde ich sagen. Wir können auch Soppi jetzt umformen hier zum rechten Mittelfeldspieler. Dann können wir ihn wieder auf die richtige Position packen. Und die ganzen Wettbewerbe müssen wir uns auch anschauen natürlich, das ist ja ganz klar. Wir haben jetzt so die Zweitliga gesehen, dann sehen wir den DFB-Pokal, gewinnt Hoffenheim. Wir sind ja direkt in der ersten Runde gegen Aue rausgeflogen. Relegationsspiel, gewinnt die Hertha gegen Darmstadt, die bleiben drin. Wiesbaden gewinnt gegen Ingolstadt, heißt, die bleiben auch drin. International Cup wurden wir nur Vierter. Superpokal gewinnt Liverpool gegen Arsenal. Die Champions League gewinnt Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Europa League gewinnt Sporting Lissabon gegen Tottenham. Conference League Finale Frankfurt gegen United, also 2 von 3. Internationalen Wettbewerben haben die Deutschen gewonnen. Deutschland hier auch letzter in der Gruppe. Die haben 2-2 gegen Dänemark gespielt, da gegen Nordirland verloren, müssen gegen Frankreich ran. Also sind auch so gut wie raus. Rumänien ist da nicht dabei. Und ja Leute, da würde ich sagen, war es das von dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren, damit ihr wie immer keine Videos mehr verpasst. Das ist mir Jungs, haut rein, bis dann und tschüss.